Steigern Sie meine Kultur, also in diesem Fall die hellenische. Oder sind noch Hellenen, oder? Wir haben noch hellenische Kultur. Hopp. Ja, genau. Hellenische Kultur. So. Jetzt haben wir schon mal Epidamnos. Ich würde sagen, als nächstes werden wir versuchen, irgendwie an Sparta ranzukommen. Dann werden wir uns Athen annehmen. Das dauert aber noch ein bisschen. Denn wir müssen erstmal unsere ganzen Einheiten erstmal hier gucken, dass der Typ hier keine Faxen macht. Illyrische Hopliten. Die habe ich gar nicht gesehen. Wo waren die eigentlich? Jedenfalls, dann gucken wir hier, dass der hier keine Faxen macht. Der wird wahrscheinlich nächste Runde angreifen. Jedenfalls habe ich so die Erfahrung gemacht, dass wenn Städte ihre eigenen Provinzen verloren haben, dann angreifen nachher. Wenn wir hier gucken, wir haben 76%, dann ist der General. Aha. Optieren können wir nicht. Können wir irgendjemanden hier befördern? Dich können wir befördern. Ja, machen wir das so mal. Sehr schön. Ja, haben wir ein bisschen mehr so also ein Dingsbums in der Bevölkerung. Und ihn haben wir befördert, ne? Ja, genau. Nee. Ihn haben wir befördert. Moment. Ihn haben wir befördert. Wir haben noch irgendeinen befördert. Ja, dich haben wir bestimmt nicht befördert. Irgendjemanden haben wir befördert. Ah, den hier. Den hier haben wir befördert. Genau, jetzt haben wir plus 10% aus allen Handelsgebäuden in der Provinz, in der er sich gerade befindet. So. Das ist super. Das nächste kostet 4000. Das haben wir jetzt gerade nicht dabei. Nicht so in der Hosentasche irgendwie. Eher nicht. Ich gucke gerade mal. Ich überlege gerade, kann man auch irgendwie für jede Provinz einzeln? Wir können nur hier die Steuerstufe insgesamt. Können wir nicht auch irgendwie Handel? Handel? Im Handelstab werden sämtliche Preise der Ressourcen eures Territoriums angezeigt und die Exporte an eure Handelspartner sowie der daraus entstehende Profit aufgeführt. Es werden außerdem die Ressourcen gezeigt, die ihr produziert, durch Handel erhalten habt, beziehungsweise noch erhalten werdet. Bestimmte fortgeschrittene Einheiten und Gebäude benötigen Zugang zu diesen Ressourcen, bevor sie rekrutiert oder gebaut werden können. Cool. Okay. Handel. Wir produzieren Wein und Olivenöl. Ja. Ja. Okay. Gibt es noch irgendwo was anderes? Was habt ihr denn hier? Ihr habt. Ich möchte. Ah, will da drauf. Irgend so ein komisches Dorf. Was ist das denn? Ach, da ist unser Spion. Gefunden. Irgend so ein Dorf, keine Ahnung, vielleicht produziert das Marmor. Also ich, jedenfalls glaube ich jedenfalls, es liegt immer dran. Wir kommen mal hier gucken. Hier. Das ist ein. Das ist hellenistischer Weiher, der Wein produziert und hier produzieren wir Olivenöl. Was produzierst du hier? Na, du produzierst nix. Du bist nur ein hellenistischer Weiher. Okay. Jedenfalls die Dinger, die sind immer dafür da, dass sie irgendwas produzieren. Und Sparta scheint irgendwie, keine Ahnung, Marmor. Würde ich jetzt mal tippen, dass das Marmor ist oder so. Gibt's das Marmor? Gibt's Marmor? Importe. Können wir einfach mal gucken. Nö. Seide. Glas vielleicht. Doch, Marmor gibt's. Ja, dann wird's wahrscheinlich, schätze ich mal, das ist ein Marmor. Würde ich tippen. Es sei denn, es ist irgendwas ganz anderes. Aber das gilt es herauszufinden. Indem wir erstmal die Runde beenden. Oder? Haben wir noch irgendwas vor? Nee, haben wir nicht. Die Runde beenden. Rom ist dran. Ja, die schippern auch mal wieder ihre Sachen durch die Gegend. Hoppala. Die Ikener, die Makedonen. Also ich muss schon wirklich sagen, Epirus, wenn man jetzt denken könnte, so, ne? Epirus, easy und so. Epirus ist nicht das Einfachste. Also Epirus ist schon ganz harter Brocken. Okay, du greifst hier an. Ra, ja genau, ra. Okay.
Was haben wir? Wir haben eine Hoplitenbürgerwehr, wir haben Mobs und wir haben. Okay. Okay. Nee, das spielen wir selber als Gefecht. Okay. Bin mal gespannt, wie gut diese periokischen Speere sind. Ja, die sind natürlich super. Aber dafür haben wir ja die hellenischen. Die hellenisch-königliche Garde, oder wie die Dinger hießen, oder Hopliten. Die sind schon ganz nett. Also die sind richtig nett. Gut, wo ist unser... Wir brennen! Was? Wir brennen nach Brandstiftung wahrscheinlich. Warum brennt das hier? Hier müssen wir verteidigen. Wir haben da unsere Gegner. So, General. Ihr habt alle keine langen Speere. Nur ihr. Was machen wir da? Die stellen wir mal hier hin. Euch stellen wir hier hin. Haben wir hier nochmal welche. Die wir auch hier hinstellen. Und die Speerkämpfer, die hier davor kommen. Oder ihr kommt auch hier davor. Ja. Thaddeus. Thaddeus, genau. Ja. Stimmt. Und der andere ist Mr. Krabs. Habe ich letztens nochmal Master Bean darauf hingewiesen. Ja, der spielt es ja auch. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr einfach mal gucken. Ist da Master Bean LP. Der spielt auch. Und zwar als Nachbarstadt, als Athen. Auch ganz interessant. So. Den Mob. Den lieben Mob. Die stellen wir einfach mal hier hinten hin. Und die können einfach nachher rein chargen. Ja, Gefecht starten. Die Speerkämpfer. Und hier dann nochmal Steinschleuderer. Und unser Volk hinter den Mauern zu beschützen. Für dieses Ziel will ich alles geben, wie auch ihr alles geben müsst. Wir werden standhalten. Jubel, jämmerliche Haufen. Jubel! So, ist doch schön. Okay. Geschossinfanterie bereit. Ihr seid auf Autofeuer. Bereit zum Einsatz. Eure Befehle? Eure Befehle? Okay. Die haben auch, die Periokenspeere sind kurze Speere. Er lässt seine Fernkampfflotte hinten um sein General. Mensch, ist ja fast wie Weihnachten. Junge. Da ist der Chef. Und da ist nochmal der Chef. Ah, jetzt kommt er auch mit denen. Jetzt hat er meine Leute gefunden. Hab dich. Steinschleuderer! Moment mal ganz kurz. Kann er eigentlich hier? Ach, er kann hier. Ja, okay. Und wird auch wahrscheinlich da lang gehen. Ja, da sehen wir schon, der geht da hier mit außen rum. Aber finde ich cool, dass er sowas macht. Also finde ich richtig cool. Bürgerwehr! Ihr könnt euch aber mal ein bisschen mehr so hier so hinstellen. Doppelte Geschwindigkeit. So. Wer macht erstmal zu? Ich überlege gerade. Ihr schießt bitte auf die Steinschleuderer. Die erscheinen mir nämlich als das Böseste. Okay, er rennt vor. Okay. Komm mal hier. Ich würde sagen, euch stellen wir hier hin und nehmen dann in die Zange. Und nimmt einmal einen Mob mit.
erwartet unsere Befehle. Bereit zum Einsatz. Feuert auf den Feind! Geschosse warten auf Ziele! Speerträger! Doppelte Geschwindigkeit! Zu euren Diensten! Greift ihre Positionen an! Ja. Löscht die aus! Bleibt standhaft. Schnelles Vorrücken. Ja. Oha. Ihr schießt mal hier rein. Und ihr lauft. Und ihr schießt. Und ihr... Super, da fliegen schon die ersten. Ihr greift auch an. Einen Krieg schreie ich gern wieder. Das wäre super. Los, los, los. Ja, es wird doch. Ja, super, super. Oh, ein Upgrade. Wunderbar. Ja, und. Ihr könnt gleich wieder abhauen. Ihr könnt mal hier drauf schießen. Ah, das läuft doch schon mal super. Ihr schießt auf die. Ihr auch. Und ihr. Auch. Ihr hier aber. Mal aufhören. Ich brauche nämlich die beiden. Nee, dich brauche ich nicht, aber dich hier. So. General. Mein Güter. Schnelles Nachladen. So. So. Ich reite. Juhu. Bleibt standhaft. Der Mob kann ja die Steinsteiner werden. Fliehen. Wohin auch immer ihr lauft. Finde ich super. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ihr könnt auch mal hier drauf. Feuert auf den Feind. Ja. So ein bisschen. Deutsche Söhne Makedonien. So. Du auch nochmal schreien. Männer wanken. Ah ja, da kommen sie wieder. Okay. Männer wanken. Ja, ja. Bürgerwehr, bereit zum Einsatz. Eure Befehle zu Befehl. Ja. Okay, der Kriegsschall ist auch gleich wieder soweit. Und der Kriegsschall ist soweit. So, und da hauen die auch gleich wieder ab. Oh, das ist super. Das ist richtig. Und noch ein Upgrade. Mensch, das wird ja eine richtige Upgrade-Party. So. Schnelles Vorrücken.
Die haben keine Chance. Fortfahren. Ihr könnt aber mal aufhören. So, ihr könnt schnell vorrücken. Und ihr kriegt die auch noch. Ihr kriegt die noch. Verstanden? So, dann können wir einfach mal gucken, was unser General so macht. Ah, man kann also mit dem Maus ranzoomen und dann nochmal mit dem Linksklick zoomen. Cool. Kannst du übrigens aus der Phalanx raus. Du darfst auch rennen. Auch rennen. Ihr dürft alle rennen. Ihr solltet sogar. Dann kriegt ihr die auch besser. Ja. Vielleicht haben wir es. Ah, hier. Wunderbar, in den Hals, Kopf, sonst was so gestochen. Jetzt hier. Das will ich jetzt was Schönes sehen. Da. Also. Ah, oh ja. Da war das Schild. Leider an der falschen Stelle. Auch wenn es. Was ich mir eigentlich immer denke, wenn man so eine Schlacht dann sehe. Selbst wenn nur 40 Mann oder so sterben, dann ist ja nicht wenig. Aber trotzdem. 40 Mann, ich meine 40 Mann, das sind 40 Familien, denen man wahrscheinlich erklären muss, dass leider ihr Sohn, Mann, Freund, Bruder, sonst was nicht wieder nach Hause kommt. Vater, eigentlich schon krass. Ah. Hier, das sind alles irgendwelche Familien, hier läuft eine Familie, hier läuft ein Ehemann, hier haben wir einen Vater, hier vielleicht ein Bruder, ein Onkel, hier ist es ein Freund. Hier wartet ein neugeborenes Kind auf ihn. Ne? Ich meine. Irgendwie. Ich erwarte eure Befehle. Ist das ja schon so? Mensch. So. Jungs. Manchmal ja gut. Oh, da auch wieder. Bong. Mit dem Handkantenschlag. Oh, aha. Sehr gut gemacht, Kumpel. Da laufen noch zwei Leute. Also manchmal mit dem Verfolgen, da haben sie es nicht so ganz. Verfolgen, da brauchen meistens Kavallerie. Und selbst die sind nicht immer die besten und zuverlässigsten. Aber was soll man machen? Ah ja. So, wir können mal ein bisschen vorspulen. Juhu, Jubel. Jubel, Trubel, Heiserkeit. Ihr verfolgt noch welche? Oh ja. Man kann sich nicht entscheiden, ob er sterben will. Oder auch doch lieber nicht. Schnelles Vorrücken. Genau, mal schneller vorrücken. Ihr müsst nicht mehr. Ja, gleich haben sie. Jetzt beim Munter ist der eine schon wieder tot. Cool. So. Ich glaube, wir haben gewonnen, oder? Ne, die verfolgen noch irgendwelche. So, jetzt haben wir gewonnen. Junge, Verluste 300 ungefähr. Das 300 Familien, die man leider sagen muss. Sorry, Häuser. Dein Mann, Bruder, sonst was ist gestorben. Wird nie wieder zurückkommen. Schon krass irgendwie. Okay, Sparta sind es 1138 Mann. Ah, bam, bam. Ein glorreicher Sieg, das mache ich noch nie. Ich habe nur entscheidende Siege bisher. Glorreiche Siege sind natürlich auch toll. Wir werden euch trotzdem alle töten. Wir müssen schließlich an irgendwann mal in die Zukunft denken. Was, Moment mal. Welche Stadt ist das? Welche Stadt hat er gerade angegriffen? War doch meine Stadt, oder?
Sowas aber auch. Epidamus? Wer ist das denn? Ach, das ist sehr genau das Ihmchen. Ja, weißt du? Ne? Ein Ballistenschiff. Nein. 92, 94, 93, 94%. Bam, 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 mach ihm Platz. Und alle töten. Gott. Und wahrscheinlich wieder nächste Runde nochmal angreifen. Weil er muss angreifen. Er muss irgendwas muss er erobern, sonst wird er aussterben. Oh, da gehen die Frames runter. Das ist total schlimm. Wir werden Krieg führen. Und die Dichter werden noch in 10.000 Jahren davon singen, wenn alles andere vergessen ist. Es ist zum Heulen. Warum? Bis zum Rollen. Ich wollte eigentlich jetzt Pause machen, Folgen enden und so. Deshalb sage ich jetzt einfach, danke, dass ihr zugeguckt habt. Die nächste Schlacht, wenn ihr die nächste Schlacht sehen wollt, dann müsst ihr in der nächsten Folge einschalten, wenn es heißt, die lieben, wer seid ihr? Wie heißt ihr? Was seid ihr? Die Daorsi. Wenn wir den lieben Paramonus mal in die Schranken verweisen und mit unserem 4-Sterne-General seinen 1-Stern-General mächtig durchrütteln. Kann ich nicht angehen. Wir hätten vielleicht auch die Schiffe da lassen sollen. Egal. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschüssi.